Ja, liebe Leute, weiter geht's heute in der Liga. Genau, der erste Fern ist der nächste Gegner. Ich glaube, da geht's zu Hause. Wir haben das Hinspiel auch 3-2 gewonnen. Ja, wir sehen es gerade noch so ein bisschen Doppelpack angeworfen. Wir sind im Pokal in der nächsten Runde. Wir stehen im Halbfinale. So, Klusch möchte delegieren. Zweijahresleihe. Dass er da vielleicht nochmal was wird. So, wie gesagt, für Heimspiel, genau. Das sind wir uns heute. Ich werde wieder ein bisschen. Muss ich wieder durchrotieren? Fragezeichen. Ah, ich höre mal von der Dings her, ne? Ja. Ja, komm, wir wechseln ein bisschen durch. Und sind einige Spieler ein bisschen angeschlagen, die werden heute erstmal ersetzt, damit er plötzlich nicht wieder heißt, du hast die Spieler, die spielen, die kommen wieder zurück. So wie es gesagt bei Novoa der Fall war, wo es auch bei Andresen der Fall war, die ich dann quasi weiter zurückgekauft oder auch zurückgeliehen habe. So, auf geht's. Spieltag. Ist das so auf den Spieltag? Er wird heute im Mittelpunkt des 22, Interesses 23. stehen. Denn der macht bisher in der Liga vor dem Tor wirklich, was er will. Gleich geht's hier los. Live bei EA Sports. Hallo, liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Am Mikrofon melden sich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute freuen wir uns auf eine Partie aus der Liga. Könnte eine packende Partie werden. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Da ist einiges drin und wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen. Ja, jetzt wie gesagt 3-2 gewonnen. Da hoffe ich, dass wir es in der. Dass wir es jetzt wieder so ein bisschen laufen lassen, dass es jetzt wieder funktioniert. Na dann, auf geht's ins Match. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Nummer 22 müsste das jetzt mittlerweile sein, eigentlich. Jetzt bin ich gerettet, aber. Und dann schauen wir mal. Ja, die großen FC Bayern, aber erstmal ein Zauber, auswärts. 2-0, wie gesagt, in Da kann er ihn stoppen. Mal gucken. Vielleicht wird es am Ende tatsächlich sogar die erste Saison mit dem Titel. Guter Vorstoß, kann was werden. Na, Kono. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Ulrich. Chance über außen. Hereingabe kommt lang. Sie können sich da hinten befreien. Und Neuberger, aber der ist ein guter Schon. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Da ist die Flanke. Ja, jetzt können Sie den Ball klären. Er könnte hier heute der überragende Akteur werden. Bei ihm riecht es einfach nach einem neuen Torrekord. Das wäre natürlich überragend, wenn er das packen würde. Schön dazwischen gegangen. In seiner momentanen Verfassung ist das denkbar. Ja, sehr dran, sehr Einwurf, der Ball war draußen. Heute mal auf der 10. Mal Korbos. Da haben Sie den Platz auf dem Flügel.
Ja, schön dazwischen. Aber dann verlieren sie den Ball, keine Gefahr mehr. Schönes Ding da jetzt, Meier. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Ja, der war gut aufpasst da. Er hat den Ball, gute Aktion. Jetzt die Chance. Oh, die ist Schuss. Der geht genau auf den Torhüter. Ja, also momentan kann man nicht so wirklich rein in dieses Match. Deine Klasse gearbeitet. Gott, danke, Mann. Gut gemacht, aber den Ball hat wieder Fang gegeben. Jetzt haben wir nochmal. Ja, das ist alles zu einfach gerade. Du erholst die Bälle und dann verlierst du sie quasi weniger direkt wieder. Gute Grätsche, sie haben den Ball. Ja, kein Foul, ne? Schöner Pass jetzt. Wir sehen, was sie davor haben. Sie wollen in den Rücken der Abwehr, wollen diese schnellen Pässe spielen, wollen auch das Tempo vorne nutzen. Ja, aber in der Szene war zu viel Tempo drin. Der Vorstoß kam zu früh und klar, das war Abseits. Nu. Kriegst du momentan noch nicht so wirklich auf die... Meier. Starker Ach, schade, Tag. Wieder nicht. Er kann sich durchsetzen. Der gut durchpasst. Chance zur Führung. Schiri, das war eine kleine Schweine. Schiedsrichterin gibt Elfmeter. Das war eine Schwalbe, der ist doch allein abgehoben. Die kriegt immer noch 3 Meter dahinter. Zögert nicht lange, sie greift durch, sie gibt den Elfmeter. Ach komm schon. Das war nicht unbedingt zu erwarten. Ey, komm schon, das war doch keine 5 Meter. Das ist für mich eine klare Schwalbe. Das war für mich eine klare Schwalbe. Schiedsrichter. Ja, nee, 37. Minute, Chance für Führung zu gehen. Pokal gegen die Bayern, aber jetzt so richtig. Pfosten, aber Szene noch nicht verwandelt. Ist es vorbei? Kann den Elfer nicht verwandeln. Keeper ist zur Stelle. Ja, das Keeper ist mir weniger nicht zur Stelle, der hat ihn nicht gehalten. Das war Pfosten. Und. Ja, wie gesagt, schauen wir uns jetzt ein bisschen in der Liga weiterzugeben. Wir kriegen ein bisschen in der Liga mal wieder. Bisschen wieder diese Serie statt, um vielleicht der Tabellen zu erzählen. In diesem Spiel kaum Chancen. Beide mit. Drücken wir es vorsichtig aus. Sand. Ach komm, Schiedsrichter, das war doch nicht. Offensive angeht, die Folge 0-0. Abseits angezeigt hier. Schön dazwischen gegangen. Naja, vielleicht jetzt mal ein bisschen Platz. Jetzt aber. Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Gerne abgehen, keine Kamera dazwischen sind. Nein, sorry. Und da treffen Sie das erste Tor heute. Tor Nummer 21. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er jetzt sich hat er durch Platz. Und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn. Yes. 1-0, Tor Nummer 21 für Lasse Meier. Sein 21. und 18. Spiel. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Und angezeigt jetzt 1 Minute Nachspielzeit. Klar, Freistoß gibt's und vielleicht noch mehr. Ball kommt rein. Langer Ball jetzt. Und es wird aber zurück. Mit diesem Pausenpfiff ist der erste Durchgang in dieser Partie beendet. So, da geht's Halbzeit Nummer 2. Durchgang 2 läuft. Halbzeit Nummer 2 geht jetzt auf jeden Fall. Ja, wir müssen ein bisschen reinkommen wieder in dieses Match. Ich hoffe, dass ich das irgendwie nach Hause fahren kann. Ball bleibt im Spiel. Schönes Ding. Aktion. Ja, mit viel Übersicht. Und Nataya, 2-0, sauber und Spiel. Wichtig, dass sie das machen. Jetzt sind sie hier mit 2 Treffern vorne. Das war sehr, sehr gut rausgespielt da außen. Wir sehen nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass,
und dann macht er das super aus der Halbdistanz wuchtig im Tor untergebracht. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Ja, zumindest den nächsten Schritt haben wir gemacht. Ja, schön dazwischen jetzt. Sterne. Der im Idealfall bleiben soll, wenn es aufsteht. Man will viele Spieler holen. Das und ist jetzt lang. Ist der Ball geklärt. Schiri, der hat schon verdammt. Sie müssen aufpassen. Ja. Was viele schon erwartet hatten, ist nun eingetroffen. Er wird den Club verlassen. Der Wechsel. Ah, da könnte sich was anbahnen jetzt. Ja, das ist jetzt ein bisschen weiter weg. Zwei Jahre. Da war keiner mit dabei. Sie schaffen den Anschluss und könnten vielleicht sogar noch ausgleichen. Da sehen wir diesen wunderbaren. Da kann er ohne Probleme durchmarschieren und dann noch 62 Minuten Anschlusstreffer. Das ist unwiderstehlich, wie er da abgeht. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Schöner Spiel. Ah, Maja, kann er jetzt vielleicht sogar noch. Kann er wieder auf das 3 einstellen? Jawohl, kann er. Zweites Tor heute von ihm. Ohne Aufhalter. 64. Minute, nur 2-3 Minuten später wieder die 2-Tore-Führung. Da geht er natürlich klasse an ihm vorbei, lässt ihn einfach stehen und macht das Tor. Eine super Aktion. Besser geht's nicht. So, Sterner, wie gesagt, er soll bleiben im Idealfall. Der neue Spielstand lautet jetzt also. Aber mal schauen, wie viel Geld es geben würde. Pokal-Halbfinale ist erstmal drin. Mal schauen. Also erstmal schauen halt. Jetzt ist er vorbei. Gut verteidigt. Oh. Lippert. Das ist genau, was ich meine. Das ist jetzt eine Chance. Was für Tor. 2:3 nur noch. Genau das ist das Spiel war. 5 Tore wieder. Reihenweise stehen lässt und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. 3:2 also. Da ist alles drin. Akono, der Torschütze zum 1:2. Ah, gut, das Ding jetzt. Und jetzt haben wir 2 gegen den Keeper. Maja ist eigennützig. Da ist die Chance. Und wieder ist es eine 2-Tore-Führung. 4:2. Schauen wir uns das nochmal an. Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Das war dann am Ende kein Problem mehr. Den macht er sicher. Zwei steht's damit. Hier ist einiges los. So, die letzten so, 15 mal gucken, Minuten wie jetzt. Ob Ferrer nochmal rankommt. Er lässt da überhaupt nichts. Lippert, der ist super löst da eben auf der Seite mittlerweile. Ah, Schiedsrichter, der hat schon Geld. Freistoß. Noch so ein Ding, dann gibt's die Karte. Klar, jetzt ist Zurückhaltung angesagt. Sondern nur Frust, das muss doch Minimum Geld geben. Aber scheinbar gibt es die nicht, sagt der Schiedsrichter zumindest. Meier. Ja, Meier, Ulrich. Jetzt können Sie es machen. Nicht, dass er den verhindert. Wahrscheinlich die Entscheidung wäre das gewesen, das fünfte. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis und zum Ende. Lippert hat's drauf. Der lässt das. Es fällt gar nichts an.
anbrennen. So rum ist es richtig. Kurz vor dem Ende des Spiels haben wir eine klare Führung für die Gastgeber. Sie sind über die 2 Tore Führung. Sie machen das immer wieder. Ulrich, der dranbleibt. Der das Ding aber nicht verliert. Ja, hat er zumindest einen Ballverlust. Aber dran, wie gesagt, der bleibt dran. Der bleibt ankommen. Der bleibt dran. Einfach. Der sagt, nö, ich den machst du schon nochmal. Aber wie gesagt, das sind die nächsten 3 Punkte. Sie können kontern. Nein, da waren sie zu wenig aus der Konterchance. Ball ist weg. Das war gut gemacht da vom vom Mittelfeldspieler. Da rein zu grätschen. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Stöcker. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Er geht aufs Ganze mit der Grätsche, aber kein Foul. Alles richtig gemacht. Wir oder was? Haben den Schlusspfiff in dieser Begegnung. Die Gastgeber haben gewonnen. Ja, wieder mal sind sie nicht aufzuhalten. Sie machen ihre Tore, wie wir das von ihnen kennen. Sind ohnehin die Mannschaft mit dem besten Sturm deutlich zu erkennen. Tore, Treffer ohne Ende. Und dann kommt so ein Sieg dabei raus. So, also wie gesagt, den nächsten Sieg. Jetzt haben wir doch einen Sieg geholt. Jetzt haben wir vielleicht ein bisschen wieder einen Schritt aus der Krise rausgemacht. Und ja, vielleicht läuft es jetzt tatsächlich ein bisschen besser. Erster Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Jetzt kommt der Schuss. Also 4-2 gegen Ferl. Zweiter Sieg im zweiten Spiel gegen die Jungs. Und vielleicht kann man es wieder so ein bisschen dahin raus. Also Sieg gegen die Bayern, Sieg gegen Ferl. Passt jedenfalls. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. So. Jetzt ist das natürlich eine tolle Leistung, ja? Naja, die haben auf jeden Fall uns hat 2 Dinger reingehauen, 2 mal wieder einen Anschluss geschafft. Wir haben natürlich, aber wir waren jetzt ja nicht besser. Das war's auch schon. Vielen Dank. So, in der nächsten Folge geht's dann weiter gegen Dortmund 2.